Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu diesem heutigen Video. Ich bin immer noch am Spielen. Und ich werde dieses Spiel wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile spielen. Und ich bin mir auch noch nicht so wirklich sicher, in was für einer Form ich irgendwie diesem Spiel huldigen werde. Es kann sein, dass ich irgendwann mal ein großes Special zu diesem Spiel mache. Es kann sein, dass ich ein Video mit Martin zusammen mache, weil wir sind uns beide einig, dieses Spiel ist für uns so etwas Besonderes, dass wir einfach dieses Spiel in all der Fülle zu 100% erleben wollen. Ich werde mich mit dem Lore beschäftigen von diesem Spiel, mit allem, was dieses Spiel zu bieten hat. Und das Spiel hat halt nun mal einiges zu bieten. Ich möchte mich mit allem davon beschäftigen, das Spiel zu 100% aufsaugen, weil es wahrscheinlich das beste Spiel sein wird, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Ich habe das in dem einen kurzen Video schon einmal angeteasert. Der Gedanke war, A Link to the Past war schon immer mein liebstes Spiel aller Zeiten. Ich habe nie irgendwas an dieses Spiel kommen lassen. Es war oben auf dem Thron und der Thron wackelt. Das sollte alles, was dieses Video irgendwie ausdrücken sollte, das sollte das eigentlich nur sein. Und ich bin extra mit der Story von diesem Spiel immer noch nicht zu 100% durch. Weil ich einfach so viele andere Sachen machen möchte. Und trotzdem kann ich jetzt schon sagen, so sehr, wie mich dieses Spiel fasziniert hat, wie viel Spaß ich damit hatte, wie sehr mich dieses Spiel jetzt schon mitgenommen hat und begeistert hat. Es ist tatsächlich das beste Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe tatsächlich viele Spiele in meinem Leben schon gespielt, wo ich einfach sagen konnte, ja, das sind so, gehört zu meinen liebsten Spielen. Aber es gibt halt auch viele Aspekte, die sehr subjektiv sind. Und auch wenn es hier viele subjektive Aspekte gibt, so konnte ich eigentlich noch nie so gut auch objektiv und wirklich hinter einem Spiel stehen und sagen, ja, das hier ist eins der besten Spiele aller Zeiten, es ist mein liebstes Spiel aller Zeiten und ich kann euch heute genau sagen, warum. Und ich habe mir dazu mal Notizen gemacht und ich würde sagen, wir gehen das Ganze einmal mal durch. Wir fangen einfach mal an mit so ein paar Aspekten, zum Beispiel der grafischen Gestaltung und halt vor allem der Musik, also praktisch der ganzen Präsentation des Spiels. Was ich halt ziemlich gut finde an diesem Spiel, das ist halt dieser gewisse Grafikstil. Aber übrigens mal vorweg auch etwas, das ist tatsächlich sehr subjektiv, warum ich dieses Spiel auch so stark genossen habe. Denn ich liebe tatsächlich die Switch, also auch die Konsole und vor allem diese Joy-Cons hier. Man kann die Dinger ja abmachen. Relativ easy und dann nur mit diesen beiden Dingern spielen. Und ich war wirklich sehr skeptisch. Das könnt ihr mir glauben, weil die sind nicht groß. Und ich habe gedacht, oh, die sind doch wieder viel zu klein für meine Hände. Aber Leute, für mich sind das die besten Controller, die ich je in der Hand hatte. Es ist der Nunchuck von der Wii, der war schon cool. Die Wii Remote zum Beispiel fand ich immer zu groß und sperrig. Und das hier ist das Beste, was ich je hatte. Ich liebe dieses Hände voneinander gelöst. Ich finde das so angenehm. Du kannst dich einfach irgendwie in die Ecke flezen. Du kannst so spielen, so wie früher, wie du willst. Du kannst die Dinger ja auch an dem Grip festmachen, wenn du möchtest. Wenn du willst, holst du dir einen Pro-Controller. Ja, aber dieses Gefühl, die Hände einfach irgendwo haben zu können, nicht so vor dem Fernseher sitzen zu müssen, vor allem nicht, wenn du so lange spielst. Das ist einfach für mich das beste Controller-Gefühl, was man irgendwie haben kann. Und das ist auch so ein Grund, dass ich einfach sehr genieße jetzt. Vor allem auch an der Switch, aber natürlich auch beim Zelda-Spielen. Die Präsentation von diesem Spiel, die ist tatsächlich auch echt Geschmackssache. Gerade die Grafik ist natürlich jetzt kein, irgendwie gerade wenn man andere Sachen gespielt hat, wie Dark Souls 3, Bloodborne, Horizon Zero Dawn oder andere Grafikbretter, die einfach enorm gut aussehen, super detailliert und ohne Pixel und so weiter, dann ist natürlich da eher Zelda ein Rückschritt. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber ihr kennt mich und ich bin jemand, das stört mich halt absolut überhaupt nicht. Grafik ist eigentlich, also vor allem, ich sag mal, die reine Pixelleistung ist wahrscheinlich das Unwichtigste an einem Videospiel überhaupt. Es ist schön, wenn es richtig gut und detailliert aussieht, aber sie haben halt hier gesagt, Hauptsache die Framerate passt. Und ich habe jetzt natürlich schon gehört, auf der Wii U soll es ein bisschen mehr Probleme machen. Und ich habe auch schon von anderen gehört, dass bei denen die Framerate immer mal wieder eingebrochen ist. Und an dieser Stelle gleich vorweg, das ist mir tatsächlich nie bewusst aufgefallen. Beziehungsweise es hat mich nie wirklich gestört. Ich habe mal gesehen, als ich in irgendeinem Dorf oder in einer Stadt war, habe ich so gedacht, ah, warte mal, ich glaube, da ist gerade die Framerate eingebrochen für ungefähr ein paar Sekunden. Und ich habe mir so gedacht, scheißegal,
Versteht ihr? Ich stand in diesem Dorf, bin da rein, hab gesehen, okay, ich glaube, die Framerate bricht gerade ein und hab einfach weitergespielt. Es ist nichts passiert und ich verstehe dieses Rumgezeter über diese Kleinigkeiten nicht. Wie gesagt, wenn es irgendjemanden mal beim Spielgefühl irgendwie großartig gestört hat, dann kann ich es ja noch verstehen. Aber es gibt ja teilweise Leute, die spielen 100 Stunden Breath of the Wild, dann sind vielleicht davon 20 Sekunden mal die Framerate eingebrochen und die Leute machen ein Fass auf. Na, irgendwie gesagt, wenn es euch wirklich gestört hat, dann ist es so. Mir persönlich ist es nie wirklich bewusst aufgefallen. Es hat mich nie gestört. Von daher für mich halt kein Problem. Und was ich tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen kann, das ist die Kritik an der Musik von Breath of the Wild. Ich würde fast sagen, wer jetzt wirklich sagt, die Musik in Breath of the Wild ist halt total blass und ist nicht so gut wie in anderen Zelda-Spielen, ich weiß gar nicht, ob der dann das Spiel überhaupt so richtig gespielt hat. Denn die Musik in Breath of the Wild ist der Oberhammer. Es geht nicht darum, dass du auf der Oberwelt rumläufst und dir die ganze Zeit ein episches Thema von der hylianischen Steppe um die Ohren geballert wird. Das passt zu diesem Spiel nicht. Und klar kann man das irgendwie vielleicht vermissen, aber ich persönlich fand übrigens die musikalische Untermalung, wenn du irgendwie im Freien bist, wenn es auf einmal Morgen wird und es wird, die Sonne geht auf, ich fand das richtig schön, wie ganz subtil die Musik halt den Ton ändert und das fand ich richtig angenehm. Diese Ruhe und die Geräusche von irgendwelchen Stürmen oder von der Nacht und von den Tieren und von der Umgebung um dich herum fand ich richtig gut und fand ich echt angenehm. Und dann wiederum war ich in Kakariko, ich war in Hateno, ich war in ganz anderen Gegenden, die es irgendwie noch gibt, im Zora-Gebiet und vor allem natürlich die Musik in den Schreien von den Bossen, bei den Kämpfen und dieses Thema, Alter, von Schloss Hyrule am Ende. Hammer! Das ist so geile Musik, ich liebe diese Musik und Leute, ganz im Ernst, ich würde jetzt ja fast am liebsten etwas sagen. Übrigens, also im Titel steht keine Spoiler. Und ich werde jetzt hier keinen Endboss zeigen. Ich werde hier generell sehr wenig von diesem Spiel zeigen. Ich werde auch nicht über irgendwelche Endbosse reden. Ich werde hier auch keine super geheimen Events, die man in diesem Spiel irgendwie erleben kann. Das werde ich hier jetzt nicht zeigen und nicht spoilern, ja. Aber ich werde da schon ein bisschen über dieses Spiel reden. Ich werde schon ab und zu mal über ein gewisses Equipment oder irgendeine Rüstung reden oder vielleicht mal ein Beispiel bringen von einer tollen Quest oder einer Challenge, die man so trifft. Und wem das schon zu viel ist, der sollte das Video hier dann als Spoiler-Video betrachten und dann das Video vielleicht erst gucken, wenn er das Spiel für sich komplett durchgespielt hat. Denn ich persönlich würde es genauso machen. Ich würde von diesem Spiel überhaupt nichts hören. Ich wollte nicht, dass mir aus Versehen vielleicht irgendein NPC gezeigt wird, wo ich mich dann freuen würde, wenn er im Spiel auftritt. Dann macht das Video aus und spielt erst das Spiel. Für die, die sowas nicht so schlimm finden, solange ich hier jetzt nicht irgendeine Story-Spoiler, die können gerne weitergucken und für die, die das Spiel schon durch haben, die sowieso. Und dann, wie gesagt, dann bist du ja auch noch im Dorf der Ornia, der Vögel. Und dann läuft da ein langsamer, wunderschöner, auch noch mit der Tageszeit sich ändernder Remix von. Da habe ich mir so gedacht, wer bei klarem Verstand als Zelda-Liebhaber sagt denn bitte, die Musik von diesem Spiel ist nicht gut. Die Musik von Breath of the Wild ist der Hammer, ich liebe die richtig. Und gerade diese ganze Stimmung und die musikalische Untermalung hat mir richtig gut gefallen in Breath of the Wild. Also das verstehe ich tatsächlich nicht, wie man die Musik an diesem Spiel so stark kritisieren kann, wie es so viele tun. Wie gesagt, das mit der Grafik, mit der Framerate, das kann ich ja noch völlig nachvollziehen, aber das mit der Musik, das bleibt mir ein Rätsel. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wie gesagt, das ist die Story und gepaart mit der Sprachausgabe. Die Sprachausgabe im Deutschen ist gut. Ich finde sie im Japanischen am besten. Ich hätte mir am liebsten eigentlich fast das irgendwie auf Japanisch durchgespielt. Es ist halt schade, dass man sich das nicht einstellen kann, dass die Sprache auf Japanisch ist, man deutsche Untertitel hat und das ganze Menü auf Deutsch bleibt. Das hätte ich halt wirklich gut gefunden, weil ich mag die japanische Sprachausgabe halt wirklich sehr, sehr gerne. Die englische finde ich tatsächlich aber noch ein bisschen schlechter als die deutsche, also ein guter Kompromiss, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Und das ist halt ein wichtiger Aspekt, warum diese Story hier in Breath of the Wild so gut wirkt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier vom Inhalt her nicht viel über die Story reden, das wäre auch unfair. Aber ich kann natürlich darüber erzählen, wie diese Story auf mich gewirkt hat. Denn interessanterweise
ist es ja dir selbst ein bisschen obliegt, wie viel du von der Story wirklich mitbekommen möchtest. Theoretisch, und das wissen ja die meisten, kannst du direkt ins Schloss zum Endboss gehen. Du kannst so viele von diesen Titanen, die es ja in diesem Spiel gibt, besiegen, wie du möchtest. Das ist alles dir selbst irgendwie obliegt. Und auch die ganze Story kannst du praktisch erleben, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch komplett sein lassen. Du kannst das Spiel nur als Gameplay-Quelle irgendwie betrachten. Zu den ganzen Bossen laufen, das Spiel einfach durchratzen. Und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich bist du da nach 2-3 Stunden durch, wenn du wirklich überhaupt nichts erforscht. Und das Spiel einfach komplett irgendwie liegen lässt und das Spiel einfach nur ganz, ganz schnell hinter dich bringen willst. Dann kannst du das machen, dann bekommst du nichts von dieser tollen Story mit. Und das ist, wie gesagt, es ist cool, dass man es so machen kann. Wird wahrscheinlich kein vernünftiger Mensch so machen. Ich denke mal, die meisten werden da ein bisschen erforschen. Wahrscheinlich nicht so krass wie ich oder wie andere. Und werden dann ein bisschen diese Titan machen und dann ganz normal zum Endboss gehen. Und allein, was man dann schon für Story mitbekommt. Und wenn man halt diese ganzen Erinnerungen, die es halt auch noch gibt, irgendwie aufsammelt, dann bekommt man schon eine echt gute Story präsentiert. Und eine verdammt gute Charakterentwicklung. Und zwar nicht nur von Zelda, nicht nur vom Hauptcharakter. Von ganz, ganz vielen Charakteren wird hier eine sehr, sehr gute Charakterentwicklung aufgezeigt. Und dass du praktisch eine Bindung aufbaust hier zu Charakteren, die praktisch gerade, wenn es so um die Titanen geht, gerade in dem Zug, ohne jetzt irgendwas spoilern zu möchten, da ist das schon ziemlich gut aufgemacht und ziemlich gut erzählt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das hat man ansatzweise nur so bei Twilight Princess mal mitbekommen, dass man wirklich tolle Charaktere hat und die in die Story auch eingebunden wurden und man sich um die Charaktere kümmert. Und das ist für mich tatsächlich ein Novum, dass ich eine Story auf so eine tolle Art und Weise mit einer Sprachausgabe präsentiert bekomme, Emotionen erfinde bei der Story und mich halt wirklich, wirklich tief in diese Charaktere irgendwie hineinfinde. Ist schon ziemlich gut gemacht. Und wie gesagt, gerade dann im Zelda-Universum, ja, gibt's Besseres in der Videospielgeschichte, auf jeden Fall. Das ist nicht die große Stärke von Breath of the Wild, aber es ist trotzdem etwas, was mir in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen hat und gerade in Bezug auf die Zelda-Reihe eine echt tolle Neuerung ist, die ich gerne jetzt in den weiteren Zelda-Spielen auch gerne so beibehalten hätte. Gut, eng daran ist natürlich, dass das Spiel auch einen echt coolen Lore hat. Ich habe euch schon mal erklärt, der Unterschied, es gibt die Story, eine Geschichte, die erzählt wird und der Lore ist praktisch die Historie von der Welt und von dem Ganzen. Das heißt, dass im Spiel praktisch ein bisschen versteckt ist, Lore ist meistens optional, irgendwas erzählt wird. Ein gutes Beispiel ist halt, es gibt hier viele Tagebücher in diesem Spiel. Du kannst in Gebäude gehen und dir Tagebücher durchlesen oder irgendwelche Log-Einträge oder generell irgendwelche Bücher oder irgendwelche Inschriften. Gerade im Sora-Bereich, irgendwelche Statuen, wo irgendwelche Inschriften drin sind. Die Beschreibung von den ganzen Items, die du findest im Dark Souls-Stil. Sie haben sich tatsächlich viel, finde ich auch gut, viel von Dark Souls abgeguckt. Das sieht man hier an vielen Stellen. Es gibt tatsächlich auch drei richtig coole Anspielungen an Dark Souls. Also so ein bisschen, dass die Hommage, ein bisschen Tribut zollen an Dark Souls. Und also finde ich cool. auf jeden Fall sehr, sehr coole Easter Eggs hier auf Dark Souls bezogen. Und so haben sie tatsächlich versucht, hier einen Lore zu erzählen und praktisch auch eine Historie von der gesamten Zelda-Historie. Denn das ist etwas, was man ja eigentlich nie so wirklich bekommen hat, dass man auch immer nur so vage Statements zu den ganzen Zelda-Timelines bekommen hat. Und dass das praktisch im Spiel selbst in einer so tollen Lore-Sammlung hier tatsächlich erzählt wird, auch das ist ein Novum und auch das gefällt mir gerade richtig gut. Ich habe mir dazu auch noch nicht explizit Videos angeguckt, ich freue mich aber sehr drauf, den Lore und die Geschichte und die Timeline-Einbindung von Breath of the Wild noch richtig zu erforschen und auch das hätte ich gern weiter in Zelda spielen. Das gefällt mir einfach mega, mega gut. Das war schon bei Dark Souls einfach richtig gut. Es ist hier nicht so krass gut, ja, wie bei den Souls-Spielen, aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, das Spiel ist sehr witzig. Also tatsächlich auch sehr, sehr witzig. Es ist nicht nur so, dass es echt witzige Quests gibt, die in der Welt versteckt sind. Es ist tatsächlich aber auch so, dass die Dialoge mit diesen ganzen NPCs, die du so... Und es gibt wirklich viele NPCs. Aber auch die Dialoge halt mit den Hauptcharakteren, die sind ziemlich witzig. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass sie, glaube ich, auch sehr viel Spaß dabei hatten, die Dialoge und diese ganzen Texte zu schreiben. Denn Link gibt teilweise... Du bekommst immer ein paar Antwortmöglichkeiten und tatsächlich machen diese Antwortmöglichkeiten manchmal ein bisschen was aus, aber im Großen und Ganzen sind sie eher dazu da, um ein bisschen Witz reinzubringen und ein bisschen Abwechslung, denn teilweise sind diese Antwortmöglichkeiten echt, echt witzig.
Also auch witzig im Sinne von, sie wissen, dass sie da gerade sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen. Oder wie gesagt, Easter Eggs oder Gags in Bezug auf andere Spiele hier mit einbringen. Und das macht echt Spaß, diese Dialoge. Das ist allein der Grund, warum ich mit jedem NPC gesprochen habe. Weil du teilweise mit irgendwelchen NPCs redest und eine so witzige Antwortmöglichkeit bekommst, das ist echt zum Schießen. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass man wirklich gemerkt hat, die hatten ganz, ganz viel Spaß dabei, diese ganzen Dialoge und diese ganzen Texte mit den ganzen NPCs hier zu schreiben, fand ich echt gut. So, jetzt kommen wir aber auch eigentlich schon direkt eigentlich zum wichtigsten Aspekt von Breath of the Wild. Warum ist dieses Spiel, so habe ich ja dieses Video genannt, warum ist dieses Spiel so gut? Und es ist tatsächlich etwas, das man sehr, sehr schwer erzählen kann und sehr, sehr schwer vermitteln kann, wenn man dieses Spiel nicht selbst gespielt hat. Ich werde nicht allzu viel versuchen zu vergleichen, aber ein paar Vergleiche mit anderen RPGs werden mir wahrscheinlich irgendwie über die Lippen fließen. Im Großen und Ganzen geht es halt um diese riesige, tolle Spielwelt. Und da habe ich mir das tatsächlich überlegt, ich möchte das in 4 Aspekte aufteilen, in Bezug auf die große, tolle Welt und auf das ganze Erforschen und so weiter. Zum einen ist es tatsächlich so, dass die Welt echt verdammt groß ist. Und dass man echt viel Freiheit bekommen hat, wie man in dieser Welt umherlaufen möchte und wann man praktisch hier hingeht. Denn The Breath of the Wild ist ja als erstes Zelda-Spiel so richtig Open World. Und das ist es tatsächlich. Ja, du fängst an, hier in einem Tutorial-Gebiet, im vergessenen Plateau, und darfst erstmal nur da rumlaufen. Und selbst das ist schon echt groß. Und es macht sehr viel Spaß, dieses vergessene Plateau zu erforschen. Denn hier geht's schon los, dass du in dieses Eisgebiet nicht einfach rein kannst, sondern in dieses Eisgebiet, wenn du da reingehst, dann frierst du und du verlierst halt Herzen. Und da habe ich schon relativ gemerkt, dass sie ziemlich clever es geschafft haben, dir Grenzen aufzuzeigen. Es ist halt hier so, das ist zum halt ein richtig gutes Beispiel, du kannst auf diesem vergessenen Plateau rumlaufen, es wird dir aber gesagt, ja, hier ist so ein Abgrund drumherum und da kannst du halt erst drauf, wenn du halt diesen Segelgleiter von diesem komischen alten Mann da bekommen hast. Und um das zu tun, musst du erstmal 4 von diesen Schreien auf diesem vergessenen Plateau entdecken und praktisch die Quests, die diese Schreien enthalten, die musst du dann erstmal machen. So, das ist erstmal so dein Anfang und das ist eine ziemlich gute Art, ohne jetzt viel Palaver, ohne dass ein Vieh oder eine Navi halt ständig um dich rumschwirrt. Es gibt übrigens keinen Begleiter, ja, keinen Begleiter, keinen nervigen Begleiter. Das wird auch echt viel kaputt machen. Und so bringen sie dir halt auf eine echt gute, auf eine sehr intuitive und selbsterlernende Art und Weise bei, worum wird es in diesem Spiel gehen und wie spielt sich dieses Spiel praktisch. Das heißt, du kommst an dieses Eisgebiet und kannst da erstmal zwar rein, verlierst aber Herzen. So, und dann ergeben sich praktisch mehrere Möglichkeiten für dich. Du kannst da rein und versuchen da einfach schnell rumzulaufen. Du kannst die ganze Zeit Essen fressen, um dich zu heilen, wenn du so viel Essen vorher sammeln willst. Und dann da irgendwie durchkommen und versuchen schnell ans Ziel zu kommen und da einfach wieder rauszugehen. Ist wahrscheinlich die dümmste und die anstrengendste Art und Weise. Dann kannst du dir allerdings eine Fackel nehmen. Und da in der Nähe gibt es ein paar Hoplins, die machst du tot, zündest die Fackel an und hast dann eine Fackel bei dir, die dich wärmt. Hast du allerdings das Problem, dass du nicht sprinten kannst, weil dann steckt Link die Waffe wieder weg. Du kannst halt nicht wirklich viel interagieren, weil du halt die Fackel in der Hand hast. Aber theoretisch, so habe ich es am Anfang auch gemacht, kannst du dann erstmal mit dieser Fackel rumlaufen und darauf hoffen, irgendwas zu entdecken, was dir vielleicht hilft. Meine große Hoffnung war natürlich, dass du irgendwie eine Rüstung bekommst, die dich wärmt. Und dann aber habe ich einen Schritt weiter gemacht. Ich habe mich mal mehr mit diesem Spiel und mit meiner Umgebung auseinandergesetzt und habe nämlich gemerkt, dass du Chili findest. Und dann habe ich so gedacht, was machst du denn mit Chili? Habe dann versucht, das zu essen, bringt nichts. Habe dann aber einen Kochtopf entdeckt und habe dann diese Chili gekocht. Habe 5 davon reingelegt und habe dann tatsächlich ein Gericht bekommen, was mich von innen heraus wärmt, sodass ich praktisch für, was waren das, 12 Minuten da rumlaufen konnte, ohne irgendwie von der Kälte angegriffen zu werden. Habe das 2-mal gemacht, da ist auch sehr viel Chili in der Umgebung da und konnte da dann selber rumlaufen. Habe dann oben auf einem Plateau den alten Mann entdeckt und der hat mir einen Winterwams gegeben, sodass ich in dieser Gegend dann rumlaufen konnte. Und das ist einfach so clever gemacht. Jetzt schon am Anfang ist es praktisch dir selbst obliegt. Das Spiel sagt nicht, du hast hier den Winterwams, jetzt kannst du da reingehen, sondern das Spiel zwingt dich praktisch selber eine Möglichkeit zu finden,
Es gibt praktisch diese drei Möglichkeiten, da einfach reinzulaufen oder mit der Fackel vorsichtig oder du bist ein bisschen cleverer und kochst dir ein Gericht, was dich von innen heraus wärmt. Und das fand ich halt schon ziemlich cool, wie das Spiel dich ein bisschen dazu treiben möchte, ein bisschen clever zu werden und Möglichkeiten zu finden, dieses Hindernis praktisch zu überwinden. So, und dann geht's halt weiter, du bekommst halt deine Sachen und kannst dann da runterfliegen. Und dann bekommst du schon wahrscheinlich das beste Item in der ganzen Zelda-Historie, nämlich diesen Gleiter. Und ich werde euch nachher noch erzählen, warum dieser Gleiter einfach das Beste ist, was diesem Spiel je passiert ist und warum es einfach das geilste Item ever ist. Wie gesagt, erstmal geht's hier darum, um diese riesige Welt. Du kannst wirklich in der größten Welt, die ich je, abgesehen von World of Warcraft, in einem Spiel erlebt habe. Ich habe es am Anfang immer nicht glauben wollen. Alle haben immer diese Größenvergleiche angestellt mit Skyrim und Witcher und sowas. Es ist wirklich unfassbar, wie groß diese Welt ist. Ich habe dieses Spiel jetzt übrigens seit, 83 Spielstunden gespielt. Ich habe jetzt, 281 Samen gefunden. Ich habe 87 Schreine gefunden. Ich habe alle Erinnerungen gefunden. Ich habe die meisten Challenges gefunden, habe lange noch nicht alle Weltbosse gefunden und diese ganzen Sachen, diese ganzen NPC-Quests, die habe ich noch gar nicht wirklich angefangen. Es gibt noch so viel, was ich nicht gemacht habe. Es gibt noch das Hebra-Eisgebiet. Ja. Es gibt noch die Gerudo-Wüste, habe ich noch nicht mal wirklich doll erforscht. Dann gibt es noch dieses Alcala-Gebiet oben rechts, unten rechts, also praktisch im Südosten habe ich so gut wie alles erforscht. Die ganze Hylianische Steppe um Schloss Hyrule herum, da habe ich mich noch nicht rangetraut, weil da die ganzen scheiß Wächter rumlaufen. Und ja, es gibt überall noch irgendwelche Zipfel, die ich noch nicht erforscht habe. Wie gesagt, die ganze Hebra-Region im Nordwesten, die habe ich noch ausgelassen. Das Spiel ist einfach unfassbar groß. Und ja, es hat, glaube ich, bis zur 60. Spielstunde gedauert, bis ich überhaupt die Karte komplett offengelegt habe. Überall entdeckst du irgendwas, überall siehst du irgendwas. Und es macht einfach immer Spaß, jeden kleinsten Winkel in dieser Welt zu erforschen. Auch, du kannst auch wirklich halt sofort überall hin. Das Spiel sagt nicht, nee, um da hinzugehen, fehlt dir noch ein gewisses Item. Sondern wenn du willst, wenn du clever bist und wenn du es wirklich möchtest, dann kannst du überall hin. Von Anfang an im Spiel kannst du überall in der ganzen Welt hin. Klar werden an gewissen Stellen sehr starke Gegner auf dich lungern, aber du kannst ja auch um die rumschleichen oder von hinten angreifen oder austricksen oder wie du halt möchtest, du kannst wirklich überall hin. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir gesagt habe, wow. Wow, haben die das gut und clever designt. Gut, dann gibt es tatsächlich auch noch diesen nächsten Aspekt. Diese Welt ist tatsächlich auch sehr lebendig. Und das ist eine Angst und eine Furcht, die ja viele hatten, die ich auch vorher hatte, dass sie jetzt hier eine riesige große Welt schaffen und sie wie bei Twilight Princess nicht füllen. Dass du einfach in dieser Welt rumläufst und du hast nicht wirklich was zu tun. Du kannst halt ein paar Höhlen freisprengen, ein paar Herzteile finden und ansonsten war es das. Und nein! Nein! Die Welt ist so voll mit Leben und so einfach so voll mit irgendwelchen Sachen. Und es geht gar nicht mal nur um die NPCs. Ich finde tatsächlich, dass sie hier einen guten Weg gefunden haben, das Spiel mit NPCs sehr toll zu füllen. Es gibt an jeder Stelle gibt es irgendwo irgendwelche lustigen NPCs mit irgendwelchen lustigen Quests. Es gibt in den Dörfern ganz, ganz viele NPCs, die dir Quests geben. Ganz, ganz viele NPCs triffst du aber auch in der Welt, die irgendwelche Probleme haben. Du kannst ihnen helfen oder sie ignorieren. Es gibt auch viele interessante NPCs, die sehr speziell für sich sind und entweder einen Shop haben oder die du im Spielverlauf immer mal wieder triffst. Es gibt auch sehr viel einzigartige NPCs, die praktisch mit der Story ein bisschen verknüpft sind. Sehr viel alte Gesichter von früher, die ich nicht spoilern möchte. Und aber auch darüber hinaus finde ich einfach, fühlt sich die Welt super lebendig an. Das liegt zum einen daran, dass es in der Welt natürlich auch sehr viele Gegner gibt, die auch immer wieder spawnen. Vor allem, wenn es halt den Blutmond gibt. Möchte ich jetzt aber auch nicht weiter spoilern, was das ist. Und vor einfach habe ich das Gefühl, dass auch einfach sehr viele Tiere und sehr viele generell Lebewesen in dieser Welt umher sind, die für dich halt auch generell sehr interessant sind. Es ist nämlich zum einen nicht nur so, dass du praktisch ein Album anlegen kannst, du kannst Fotos machen und praktisch alles in der Welt kannst du für dich kategorisieren. Das heißt, du kannst ein Foto machen, dann wird es im Album abgelegt und ab dann ist dieses Lebewesen erfasst.
Und um das Spiel zu 100% zu sammeln, müsstest du theoretisch alles einmal abfotografieren. Aber selbst wenn du das nicht machst, hat man einfach immer das Gefühl, es gibt einfach immer irgendwo Leben um dich herum. Ob du einfach drum kletterst und auf einmal trifft dich ein Ziegenbock, der dich vielleicht irgendwie anrempelt und irgendwo runterschubst. Ob du ein Wildpferd findest, das du fangen kannst. Ob ein Fuchs auf einmal von rechts auf dich zuschleicht und aber lieber von dir abhaut. Ob die Wölfe um dich rumschleichen und dich angreifen. Schmetterlinge, Vögel, irgendwie ist es überall Leben um dich herum. Und das ist einfach etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat hier in Breath of the Wild. Es fühlt sich einfach an wie eine große Wildnis, worauf dieser Titel wahrscheinlich des Spiels raufziehen wollte, und das ist ihm wirklich gelungen. Ich finde tatsächlich, dass diese riesige Welt sehr mit Leben vollgestopft ist. Selbst in der Wüste, selbst in den entlegensten, verschneiten Berggipfeln, in denen es natürlich etwas ruhiger zugeht, triffst du trotzdem irgendwie immer noch auf Leben und teilweise auch auf Leben, das du da nicht erwartet hast, aber das ist einfach ziemlich gut gemacht. Und ja, das ist mir sehr positiv aufgefallen. So. Der zweitwichtigste Aspekt hier in Breath of the Wild ist einfach, dass diese Welt nicht nur unglaublich voll ist mit Leben, sondern es gibt so viel zu entdecken. Es ist der Hammer, was es da alles zu entdecken gibt. Und der wichtigste Aspekt am Ende wird das Gameplay sein von Breath of the Wild und wie sie es praktisch gemacht haben. Wie kannst du diese Welt erforschen? Und wie treibt dich das Spiel dazu? Aber wie gesagt, was kannst du alles entdecken? Ich habe mir das mal notiert, damit ich nichts vergesse. Das Offensichtlichste sind natürlich diese Schreine. Ja, diese Schreine, wo viele immer sagen, sie hätten stattdessen halt lieber normale Tempel gehabt. Ich persönlich habe das am Anfang kurz gedacht und dann habe ich die Schreine wirklich lieben gelernt. Denn diese Schreine haben immer kleine Herausforderungen für dich. Manchmal, beziehungsweise viele Schreine, die du überhaupt erst durch eine schwierige Challenge, die du auch in der Welt treffen kannst, ständig triffst du auf irgendwelche Challenges. Meine Lieblingschallenge war ja echt, das war so ein kleines What the fuck Gefühl. Das kann ich kurz erzählen, ansonsten geht ihr kurz 30 Sekunden in die Zukunft, falls ihr das nicht hören wollt. Es ist eine Insel ganz unten im Südosten. Und dann ist es schon nervig, auf diese Insel zu kommen, weil du mit einem Floß an Octoroks vorbei musst. Und dann betrittst du diese Insel und dann sagt auf einmal eine Stimme, hey, wer diese Insel betritt, der muss eine Challenge machen. Bisher hast du dich immer auf deine Items verlassen, wie ist es denn ohne? Zack, alle Items weg, du bist nackt und läufst auf dieser Insel rum, die echt gefährlich ist und musst auf einmal so versuchen, diese Challenge auf dieser Insel zu bestehen. Und das war so cool, das hat so einen Spaß gemacht und das ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel für ganz, ganz viele tolle Challenges, ganz, ganz viele tolle Weltbosse, die hier in dieser Welt rumlaufen. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, ganz, ganz viele tolle versteckte Quests, die hier wirklich gibt. Irgendwelche besonderen Ereignisse oder besonderen Lebewesen, große Lebewesen, besondere Ereignisse, die stattfinden, die du erst so gar nicht wahrnimmst, die du dann später aber, und da musst du erstmal herausfinden, was hat es überhaupt damit auf sich? Und das machst du halt meistens durch Quests. So, erstmal weiter. So, die Schreine, wie gesagt, immer kleine Challenges, machen super viel Spaß, teilweise machen die richtig, richtig viel Spaß, gerade die, wo du halt so große Sachen kontrollieren kannst. Manchmal sind da auch nur ein paar sehr, sehr starke Gegner, die du irgendwie zwingen musst. Richtig cool, machen richtig viel Spaß und die Musik in den Schreinen ist cool. Es gibt, wie gesagt, die Samen, ja, die du mit diesen Samen kannst du deine Taschen erweitern. Du hast am Anfang wirklich nicht viel Platz, sondern Waffen und Rüstung und sowas, die halt irgendwie kaputt gehen, beziehungsweise die du halt so sammeln kannst, die musst du dann, auch wenn du neue Sachen mitnehmen willst, erstmal wegschmeißen. Und das ist am Anfang sehr nervig. Aber wenn du, wie gesagt, diese Samen findest, dann kannst du da im Wald bei diesem einen NPC deine Taschen erweitern. Und deshalb möchtest du wirklich diese Samen finden. Du freust dich über jeden Samen und es gibt in dieser Welt über 900. Ja, 900. Und ich habe jetzt 80 Stunden gespielt und habe irgendwas über, was hatte ich vorhin gesagt, 200 irgendwas. Es ist immer noch mindblowing. Wo sind diese anderen 700 Samen versteckt? Ich habe jetzt schon, freue ich mich drauf, irgendwie zu versuchen, diese ganzen Samen zu finden. Wahrscheinlich sind allein in der Hebra-Region, wo ich noch nicht war, 150 versteckt. Ah, herrlich. Die Samen willst du finden und du freust dich, wie gesagt, ständig deshalb, einen neuen Schrein zu entdecken oder einen neuen Samen zu entdecken oder einen NPC zu treffen, der dir eine Quest gibt oder einfach nur witzig ist, irgendwelche coolen Bosse zu treffen, irgendwelche coolen Boss-Events, irgendwelche Challenges zu entdecken, wie gesagt, meistens irgendwo am Rande der Welt oder, wie gesagt, einfach rumzulaufen, um Fotos zu machen von Sachen, die dir halt noch fehlen, irgendwelche Tiere, die ganzen Waffen kannst du abfotografieren.
oder alles mögliche in der Welt kannst du fotografieren, um dein Album zu füllen. Du musst natürlich auch alles irgendwie sammeln, die ganzen Fische, alles in dem Spiel. Alles in dem Spiel willst du sammeln, weil du ja auch deine Rüstung bei den verstärken kannst. Und du willst deine Rüstung verstärken, weil zum einen macht es einfach Spaß und zum anderen ist Rüstung tatsächlich in diesem Spiel sehr wichtig, denn das Spiel ist sehr schwierig am Anfang und du möchtest deine Rüstung verbessern. Kommen wir aber gleich zum Gameplay dann. Und dafür brauchst du ganz, ganz viele Sachen. Erze und so weiter, die Käfer und alles in dem Spiel brauchst du und es macht deshalb wirklich Spaß, die ganze Zeit rumzulaufen und Sachen zu sammeln. Auch, weil du sie fürs Essen brauchst. Und Essen solltest du wirklich kochen, denn das macht tatsächlich einen riesigen Unterschied. Es gibt Sachen, die dir deine Ausdauer wiederbringen, damit du weiter klettern kannst. Es gibt Sachen, die dein Leben irgendwie aufpushen. Es gibt sogar ein Leben, was deine Herzen über dein Maximum auffüllt. Und das Essen ist wirklich wichtig in diesem Spiel. Auch weil es, wie gesagt, du gibst in viele Gebiete, gehst du zum Beispiel in die Wüste, wo es sehr heiß ist, oder in den Berg, wo du irgendwie verbrennst, in das Eisgebiet, wo es sehr kalt ist und so weiter, weil mit dem Winterwarmst ist es nicht getan. Es gibt ja noch kältere Gebiete. Und um in diese Gebiete erstmal rein zu können, musstest du dann irgendwie am besten Essen kochen, was dich da erstmal irgendwie reinkommen lässt. Also das Essen und das Kochen ist tatsächlich ein richtig cooler Aspekt und vor allem macht es deshalb auch sehr viel Spaß, ständig Sachen zu finden und ständig Sachen zu sammeln. Übrigens verstehe ich nicht, warum alle immer motzen, dass das Kochen einen so auffällt. Leute, ihr könnt euch Rezepte machen und diese Rezepte dann immer wieder anwenden. Und ganz im Ernst, so oft muss man auch nicht kochen. Macht das doch einfach mal. Es gibt echt Leute, die meckern an allem irgendwie rum, dass das Kochen da jetzt echt so als großes Hindernis aufgewahrt. Da gibt es andere Probleme in dem Spiel. Das Spiel ist ja nicht perfekt. Kein Spiel ist perfekt. Aber, naja, egal. Wen es stört, den stört es. Wie gesagt, man soll ja nicht Leute dafür verurteilen, an was sie sich da irgendwie aufhängen. Aber wenn man schon über sowas anfangen muss zu meckern in diesem Spiel, dann merkt man schon, da gibt es schon wirklich wenig zu meckern hier. Ja, das ist so das, was man praktisch alles entdecken kann. Aber das wahrscheinlich Beste in diesem Spiel, was man entdecken kann, das sind die Erinnerungen. Denn wie gesagt, es gibt Fotos, die du bekommst, und das ist so gut gemacht, das ist unglaublich. Du bekommst irgendwann ein... Will ich es denn jetzt so direkt erzählen? Ich erzähle es mal so direkt nicht. Jedenfalls nicht, wie es zustande kommt, weil es war ein cooler Moment, als du es erfahren hast. Ich sag mal so, um wirklich Story-Abschnitte zu bekommen, musst du praktisch Orte finden. Und diese Orte zu finden, beziehungsweise anhand einer Anhaltspunkte, zu tüfteln, wo könnte das sein? Nehmen wir mal zum Beispiel, du bekommst irgendwie als Anhaltspunkt, dass es irgendwie Berge im Hintergrund sind. Und dann siehst du vielleicht noch irgendwie kurz das Schloss an der Seite. Und da musst du halt zusammenpuzzeln, von wo aus könnte man das denn jetzt gesehen haben? Und du musst halt wirklich diese ganzen Erinnerungen wirklich suchen. Und das macht halt ziemlich viel Spaß, daraus zu tüfteln, wo das sein könnte. Und die Belohnung ist halt ultra genial. Und das ist halt aber auch diese ganzen Quests in dem Spiel. Ich finde die Quests in diesem Spiel halt auch richtig gut. Es sind keine The Witcher 3 Quests. Das Spiel hat eh einen ganz anderen Ansatz, was Storytelling angeht, als sowas wie The Witcher 3. Aber es ist halt clever gemacht mit den Quests. Klar gibt es auch diese Standard, bring mir das, hol das Quests. Aber zum einen sind die halt absolut nicht irgendwie wichtig in dem Spiel. Es ist nicht so, dass das Spiel dich zwingt, diese Quests zu machen, so wie andere Spiele. Noch ist es so, dass es nur diese Quests gibt. Es ist eine kleine Handvoll von diesen Quests. Die meisten Quests tatsächlich bringen dich an ziemlich coole Orte. Es ist oft so, dass es Orte gibt in diesem Spiel und vor allem auch Schreine oder Events oder Challenges, die praktisch erst durch diese Quests, die von irgendwelchen NPCs gestartet werden, freigeschaltet werden. Beziehungsweise, du könntest sie auch alleine finden, manchmal nicht, manchmal ja. Aber meistens kommst du erst drauf, durch diese NPCs und durch diese Quests. Dann gibt es wiederum Quests, die dir nur Anhaltspunkte geben. Das heißt, es startet, nehmen wir mal einfach so an, eine Quest. Da erzählt dir einer von einem versteckten Schatz eines Piraten auf irgendeiner Insel. Und der gibt dir dann so kleine Hinweise. Und die führt dich aber zu einem anderen NPC, zu einer anderen Quest. Und du bekommst da wieder Hinweise. Oder es gibt einen NPC in dieser Welt, für den machst du eine Quest und dann sagt er praktisch, ey, ich bin so viel in der Welt umhergereist, zeig mir doch eins deiner Fotos. Und dann zeigst du ihm dein Foto und dann sagt er dir, wo das jetzt sein könnte, seiner Meinung nach. Und das ist einfach, es ist so toll gemacht mit diesen Quests. Und das ist nicht einfach nur, bring mir das, hol mir das Quest und du kriegst hier Rubine, sondern du bekommst halt auch oft
irgendwelche anderen Items. Oder es gibt Quests, die dir praktisch deine ganzen Items, die du sammelst, dann kannst du sie umtauschen, um wieder andere Items zu bekommen. Und das ist einfach, ich finde es persönlich ziemlich cool gelöst mit diesen Quests. Und vor allem ist mir persönlich aufgefallen, ich kann dieses ganze Spiel spielen, ohne die Quests zu machen. Es ist komplett optional, du brauchst zum Leveling diese Quests nicht und es ist einfach nur eine optionale Sache. Und für eine Sache, die absolut komplett optional ist, top. Also, so. So, jetzt kommen wir zum schwierigsten Aspekt, der zu vermitteln ist und gleichermaßen zum allerbesten. Und der Punkt, bisher ist Breath of the Wild für mich nur ein richtig gutes Zelda-Spiel. Aber diese pure Cleverness, wie sie durch das Gameplay dieses Spiel zum Meisterwerk gemacht haben, ist halt wirklich schwer zu vermitteln. Es ist so, in Breath of the Wild bekommst du, wie gesagt, diesen Gleiter. Und in Breath of the Wild ist es so, dass du halt Herzen hast und du hast deine Ausdauer. Und diese Ausdauer ist einfach, also so blöd das jetzt klingt, aber das Wichtigste in diesem Spiel, das ist der allerwichtigste Aspekt und es gibt viele Aspekte, die dich wirklich dazu antreiben, diese Welt zu erforschen. Die vielleicht zuerst. Das erste ist zum Beispiel, dass, wie gesagt, das habe ich vorhin kurz erwähnt, du hast sehr, sehr wenig Platz für deine Taschen. Das heißt, du willst diese Samen finden, diese ganzen 900 Samen, damit du mehr Platz in deiner Tasche hast. Ein Punkt, wo praktisch das Erforschen der Welt sich belohnend anfühlt, wo du ständig Sachen findest, die dir auch wirklich was bringen und auch wirklich einen Unterschied ausmachen. Der zweite Aspekt, das sind, wie habe ich schon erwähnt, die Erinnerungen. Storyfetzen, die du haben willst und die wirklich, wirklich gut sind. Noch ein Punkt, wo es praktisch das Erforschen der Welt belohnt wird und sich wirklich toll anfühlt. Das dritte sind, wie gesagt, die NPC-Quests, die sehr witzig sind. Es macht Spaß, sie zu finden und es ist teilweise auch sehr wichtig, sie zu finden. Vierter Aspekt, das Spiel ist wirklich, wirklich schwer. Die Kämpfe sind schwer, die falschen NPCs angreifen kann ganz schnell zum Tod führen. Es ist wirklich oft passiert, ich bin hunderte Male gestorben in diesem Spiel. Und wir sprechen hier von einem Zelda. Es ist der Hammer. Es ist etwas, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist das denn? Ich wurde ge-one-hitted teilweise in diesem Spiel. Man muss natürlich sich seine Gegner auch aussuchen. Und später in dem Spiel kannst du tatsächlich auch Rüstung finden. Und wenn du die Rüstung immer weiter aufbesserst, dann werden die Kämpfe deutlich einfacher. Aber am Anfang ist es wirklich so, dass du oft und wirklich oft in diesem Spiel stirbst und dir so denkst, was zur Hölle spiele ich hier überhaupt? Dark Souls oder Zelda? Und das fand ich halt wirklich gut. Das heißt, durch das Verbessern, also durch praktisch das Aufsammeln von allem in dem Spiel, kannst du deine Rüstung aufbessern und hast da auch wirklich was von. Es ist wirklich perfekt, perfekt abgestimmt in diesem Spiel, dass das Verbessern von Rüstung dir relativ schnell einen merklichen Vorteil bringt, denn wenn du das nicht machst, dann werden die Kämpfe bis zum Ende des Spiels schwer bleiben. Wirklich schwer. Du kannst es dann trotzdem machen, aber du solltest trotzdem dir wenigstens ein Rüstungsset aussuchen und das sehr doll aufbessern. Und deshalb macht es permanent Spaß, in diesem Spiel Sachen zu finden und diese Sachen zum Verbessern von Rüstung zu finden. Und natürlich dafür auch die Feen. Nächster Aspekt. Es gibt das in diesem Spiel. Und um zu bekommen, brauchst du eine gewisse Anzahl an Herzteilen. Wozu führt das? Es führt dazu, dass du den geilsten Gegenstand in der Zelda-Geschichte unbedingt haben willst. Es ist ein so geiler Moment, wenn du diesem Spiel denkst. Es ist übrigens optional. Du kannst es nur finden, wenn du das Spiel erforschst. Auch ziemlich cool gemacht. Und dann merkst du, warte mal, ich brauche Herzteile. Scheiße, ich brauche Herzteile, ich brauche Schreine. Das heißt, es ist nicht nur so, dass du diese Schreine finden willst, um irgendwie einfach nur besser zu werden, sondern du willst die Schreine finden, und zwar wirklich finden, um ganz schnell deinen zu kriegen. Ist doch völlig klar, oder nicht? Das heißt, wir haben noch, ich habe schon ganz vergessen zu zählen, noch einen Punkt, wo du permanent einfach ein geiles Erfolgserlebnis hast, in dieser Welt irgendwie umherzulaufen und zu erforschen. So, also was gibt's denn da noch alles? Also ihr merkt schon, es gibt einfach so unglaublich viele Sachen, durch die es einfach sich permanent belohnend anfühlt, diese Welt zu erforschen. Ich habe noch nie in irgendeinem Spiel so ein Verlangen gespürt, die ganze Welt zu erforschen, jeden kleinsten Winkel. Und jetzt kommen wir nochmal zum Gameplay. Du kannst ja auch wirklich überall hin und es ist einfach so clever gemacht, wie. Denn sobald ich das
voll hatte. Und ich empfehle euch auch vorher übrigens, ruhig mal zweimal oder dreimal auf Ausdauer vorher zu gehen. Denn mit der Ausdauer machst du eigentlich alles. Und das ist so gut gemacht. Wenn du irgendwo hochkletterst, dann verbrauchst du Ausdauer. Einfach nur ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal an, es gibt irgendeinen hohen Berg irgendwo, wo du vielleicht drauf willst. Du hast aber nicht genug Ausdauer, um bis nach oben zu klettern. So, es ist aber jetzt halt, wie gesagt, tatsächlich nicht so, dass ihr einfach wild drauf losklettern und fliegen könnt, sondern ihr benutzt halt die Ausdauer. Nehmen wir mal also an, es gibt diesen riesigen Berg, auf den ihr jetzt praktisch geklettert seid. Das heißt, ihr könntet ja theoretisch von diesem Berg aus runterspringen und mit dem Gleiter überall in der Welt einfach hinfliegen. Und das wäre langweilig, das wäre doof. Da aber das Festhalten an dem Gleiter Ausdauer verbraucht, kannst du nur so lange gleiten, wie du Ausdauer hast. Das heißt nicht unendlich und natürlich senkst du dich auch beim Gleiten. Das heißt, du bist schon eingeschränkt in der Art und Weise, wie du jetzt hier praktisch gleiten kannst. Trotzdem allerdings ist es natürlich so, je höher du kletterst und je mehr du überblicken kannst, und übrigens ist auch die Karte, ich habe noch nie eine so gute Karte in einem Spiel gesehen, die so detailliert ist, so genau und dich so perfekt durch diese Welt bringt. Du kannst auch so viel auf dieser Karte markieren. Der Questlog ist perfekt in diesem Spiel, super übersichtlich. Du kannst die Sachen abbrechen, wegschieben, du kannst es dir perfekt irgendwie einrichten. Du kannst hier Sachen auf der Karte markieren, du kannst hier so tolle Markierungen setzen. Und vor allem, was auch so gut gemacht ist, du kannst, wenn du mit einem Fernrohr praktisch in die Weite blickst, kannst du da eine Markierung hinsetzen, die auch perfekt erkennt, was du markiert hast. Und dann bleibt diese Markierung auf der Karte. Wenn du zum Beispiel von einem gewissen Berg aus einen Schrein siehst, die relativ gut zu erkennen sind, markierst du den, die Karte erkennt das und es ist markiert auf der Karte. Und dann kannst du halt später von anderen Punkten aus versuchen, diesen Ort zu erreichen. Das ist so gut gemacht! Oder ich habe mir zum Beispiel Schreine markiert, wo Gegner drin waren, die zu stark für mich waren. Hab mir die markiert, um die dann vielleicht später zu machen, die Schreine. So, das heißt, du kletterst da umher mit deiner Ausdauer. Und auch ein sehr gutes Aha-Erlebnis für mich waren, ich weiß nicht, wo es war. Es war eine Bergkette. Und ich hing vor diesen Bergen und habe mir so gedacht, ich will da rauf. Denn ich wusste genau, da sind Samen oben. Und ich wollte die Samen haben. Und ich wollte von oben gucken, wo es vielleicht Schreine zu entdecken gibt. Und ich habe mir so gedacht, komme ich da hoch? Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Aber Leute, es hat so einen Spaß gemacht, genau abzuwägen mit deiner Ausdauer, wo ich jetzt am besten hochkletter. Denn wenn du steile Abhänge hochkletterst, verbrauchst du natürlich mehr Ausdauer, als wenn die flach sind oder gerade. Hab also genau geguckt, wo an diesem Berg muss ich denn jetzt langklettern, um möglichst wenig Ausdauer zu verbrauchen. War dann auf diesem Berg, hab dann den letzten Satz gemacht, um mich oben festzuhalten, war dann aber erst an der Hälfte des Bergs, bin dann auf den gegenüberliegenden Berg ein paar hundert Meter geflogen, habe mich da wiederum festgehalten, bin den dann hochgeklettert, habe Pause zwischendurch gemacht, um die Ausdauer zu erholen, bin da dann höher geklettert, um wieder zurück auf den anderen Berg zu fliegen, an einen strategisch gut gelegenen Punkt, um da dann wieder nach oben zu klettern. Und das Gefühl, um da dann wirklich oben gelandet zu sein, das war so ein tolles Gefühl. Ich habe einen Schrein entdeckt und ja, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich doch glatt zwischendurch mal was trinken und Pause machen. Und habe ich wieder vergessen, wovon ich so überall geschwärmt habe. Aber es ist tatsächlich auch ziemlich, wie gesagt, ziemlich schwer zu vermitteln, warum diese Ausdauer und der Gebrauch der Ausdauer beim Schwimmen, beim Klettern, beim Fliegen, beim Eilen einfach so unglaublich wichtig ist für dieses Erlebnis. Weil es, wie gesagt, nicht so ist, dass du einfach grenzenlos einfach überall hin kannst, sondern du einfach, wie gesagt, zum einen wirklich aufpassen musst, wirklich gucken musst, wie du da hinkommst, es einfach super viel Spaß macht zu puzzeln, wirklich durch riesige Gebirgsketten zu laufen. Am liebsten bin ich übrigens in den Bergen rumgeklettert. Ob jetzt Schnee, Feuer, Eisberge oder die Hylianischen Berge oder diese komischen Dschungelberge. Es macht so viel Spaß, in diesen Bergen rumzulaufen und zu gucken, warte mal, komme ich da hoch? Vielleicht dann doch eher da hochlaufen, schnell hochspringen, da hochklettern, sich da festhalten, da vielleicht kurz ausruhen, da weiterklettern. Es macht so viel Spaß. Und jetzt habe ich noch nicht mal angefangen, vom Kampfsystem zu reden. Auch da gibt es so viel zu besprechen, aber vielleicht, um es kurz zu machen, es ist einfach nur gut. Es ist kein Dark Souls. Es ist, du hast halt ein bisschen fehlende Möglichkeiten in der Wendigkeit im Ausweichen.
Aber das Kämpfen an sich, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Du kannst Gegner anvisieren, kannst Deckung nehmen, kannst Schild hochhalten, wenn du möchtest. Du kannst natürlich auch zwei Handwaffen nehmen. Du kannst auch mit dem Bogen kämpfen, du kannst mit Bomben werfen. Du kannst irgendeine der zigtausend verschiedenen Waffen nehmen, die das Spiel dir irgendwie gibt. Du kannst auch einfach dich auf einen Berg nach oben verziehen und die Leute, die einfach heimlich mit Bomben austricksen. Oder die Fässer an der Umgebung nehmen. Oder du nutzt die Umgebung, um die Gegner anzugreifen. Es ist wirklich witzig in diesem Spiel übrigens auch einfach zu erforschen, was die Gegner machen. Die NPCs sind nicht immer die cleversten, gerade die einfachen NPCs sind echt witzig. Und es macht halt wirklich Spaß zu gucken, was machen diese Gegner. Und es macht sehr viel Spaß, die Gegner zu verarschen. Und es passieren einfach sehr viele witzige Sachen in diesem Spiel, wenn man die Augen offen hält. Und das ist halt super witzig, zum Beispiel, wenn die Gegner schlafen, haben ihre Waffe zur Seite gelegt und du kannst denen ja die Waffe wegnehmen. Das heißt, du greifst die Gegner an, nimmst ihnen aber schnell die Waffe weg, dann stehen die da und ärgern sich und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Dann nehmen die Steine und werfen mit Steinen nach dir. Das ist einfach witzig. Und ja, da gibt es natürlich aber auch wirklich fiese Gegner, die sehr aggressive Angriffsmuster haben. Und wenn du die besiegen willst, dann musst du tatsächlich auch ziemlich gut aufpassen und auch wirklich gut im Kämpfen werden. Und auch das ist ein Novum für mich in Zelda-Spielen. Und wie gesagt, wenn man das immer wieder im Hinterkopf einfach damit hat, wenn man überlegt, mit wie vielen Punkten das Spiel dich praktisch dafür belohnt, die Welt zu erforschen, mit den Samen hast du mehr Platz, die Herzen kriegst du dein Masterschwert, du kriegst so viele tolle Waffen im Laufe des Spiels, wenn du einfach erforscht, wenn du die Schreine findest, bekommst später Waffen, die weniger kaputt gehen. Waffen gehen übrigens kaputt in diesem Spiel. Und auch das ist halt so ein Punkt, das hat mich am Anfang genervt und ganz viele kritisieren das enorm. Und auch wenn ich sagen muss, vielleicht haben sie es einen kleinen Tick übertrieben. Teilweise gehen die Waffen zu schnell kaputt. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach genial. Ich liebe mittlerweile dieses Feature. Denn wozu führt das? Überlegen wir einmal kurz, was anders gewesen wäre. Nehmen wir mal an, die Waffen würden nicht kaputt gehen. Dann bekommt ihr im Laufe des Spiels vielleicht an irgendeinem Punkt. Denn denkt dran, das Spiel ist komplett Open World. Die super tolle Megalanze. Oder das super tolle Megaschwert. Ist ja egal, was es ist. Mit 60 Angriff. Alle anderen Waffen im Spiel haben weniger. Ihr braucht keine andere Waffe mehr. Nie wieder im Spiel. Ihr kämpft nur noch mit dieser Waffe. Langweilig, öde, blöd. Und sobald nämlich rausgestellt hat, wo es diese Waffe gibt, holen sich ja doch einfach alle nur noch diese Waffe. Denkt dran, das Spiel ist Open World. Und damit dieser Aspekt funktioniert, müssen Waffen halt kaputt gehen. Damit ihr gezwungen werdet, permanent für Nachschub zu sorgen. Und jetzt ist es tatsächlich nämlich so, dass euch Waffen schnell kaputt gehen. Wie gesagt, vielleicht einen Ticken zu schnell. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und später im Laufe des Spiels bekommt ihr dann auch Waffen, die länger halten, wenn ihr denn gut seid und erforscht und da, wie gesagt, euch ein bisschen hinterherklemmt. Aber gerade so am Anfang bis zur Mitte des Spiels ist es dann wirklich so, dass eure Waffen kaputt gehen und ihr dadurch immer wieder gezwungen werdet, irgendwelche anderen Waffen zu nehmen. Und auf einmal nehmt ihr einen komischen kleinen Feuerstab oder diese komischen Bumerang der Exhalfus oder die blöde Steinkeule von den Hoblins oder irgendwas, was ihr gerade findet. Ihr nehmt den Gegnern einfach die Waffen weg. Ihr tötet irgendwas, eure Waffe geht vielleicht kaputt, aber der Gegner lässt auch wieder eine Waffe fallen. Ihr findet wirklich genug Waffen. Es ist nie so, dass ihr zu wenig Waffen habt. Bei den Bogen finde ich es tatsächlich komisch, dass sie so schnell kaputt gehen. Ich finde es auch blöd, dass die Pfeile echt schwer zu bekommen sind. Ich finde, du brauchst Pfeile wirklich viel, aber gerade im späteren Spielverlauf hast du genug Geld, um ständig Pfeile zu kaufen. Aber am Anfang hat mich das oft gestört, dass man so wenig Pfeile irgendwie hat. Die Schilde, da ist das tatsächlich in Ordnung, denn Rüstung geht immerhin nicht kaputt. Übrigens auch das mit dem Rüstung finden, das ist halt ziemlich cool, das ist auch ganz cool gemacht. Vielleicht hätte es ein bisschen mehr individuellere Rüstung geben können. Und ja, wie gesagt, es ist wirklich der Hammer und es ist vielmehr wirklich schwer, dieses Video einigermaßen in Ordnung zu halten, weil ich tatsächlich hibbelig bin, weil ich einfach schwärmen möchte von diesem Spiel. Und ich bin jetzt aber auch, glaube ich, so gut wie durch. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte an diesem Spiel. So ist es ja nicht. Zum Beispiel finde ich das Pferdesystem absolut beknackt. Das ist total bescheuert. Denn ganz im Ernst, ich habe mir zwar ein Pferd gefangen, aber wirklich gebrauchen kannst du die Dinger nicht. Denn es ist so, du kannst dich zu den Schreien und zu den Türmen und zu solchen Punkten kannst du dich ja hin teleportieren. Das ist halt auch ganz cool gemacht in diesem Spiel. Es ist nicht so, dass du dich einfach durch die Welt teleportieren kannst, aber erst wenn du einen Schrein gefunden und entdeckt hast, kannst du dich da wieder hin teleportieren. Das ist ziemlich cool gemacht, weil es dadurch echt so Spaß macht. Du läufst durch das Gebiet und versuchst irgendwann mal da rum zu, bist vielleicht auch fast tot und sowas und willst da vielleicht weg, willst aber schnell einen Schrein finden, damit du den wirklich wenigstens gefunden hast, um dich später wieder hin zu teleportieren.
Entschuldigung, so. Aber wenn du teleportierst, was natürlich viel, viel schneller geht, kommt das Pferd nicht mit. Das heißt, wenn du das Pferd benutzt, um irgendwo durch die Steppe zu reiten oder irgendwas zu entdecken, und dann bist du an diesem Punkt mit diesem Pferd, willst jetzt aber wieder zurück ins Dorf auf der anderen Seite der Karte, dann bist du wenn nicht blöd und reitest, das dauert eine halbe Stunde, die Welt ist riesig, sondern du teleportierst dich hin und das Pferd steht irgendwo am Arsch der Welt. Das ist einfach total bescheuert und die Pferde sind komplett nutzlos. Auch finde ich es total bescheuert, es gibt hier mystische Reittiere, legendäre Reittiere und sowas, die kannst du aber nicht registrieren. Also du kannst sie kurz nehmen und auf den reiten und danach ist es aber weg. Das ist total bescheuert. Dann total hirnrissig, dass du Hunde nicht streicheln kannst. Du kannst dein Pferd tätscheln, du kannst ihn mit den Hunden zwar eine Beziehung aufbauen, was auch cool gemacht ist übrigens, wenn es dann mal dazu kommt, aber warum kannst du keine Hunde streicheln? Vollkommen bescheuert, oder was? Dann, wie gesagt, ein Aspekt, bei dem ich immer noch zwiegespalten bin. Ich finde die Schreine jetzt cool, aber tatsächlich ist es so, dass mir so wenigstens so ein paar klassische Dungeons, in denen man sich vielleicht auch mal ein, zwei Stunden aufhält und verliert, vielleicht mit einem eigenen Thema und einem eigenen Endboss, hätte ich cool gefunden. Fehlt mir so ein kleines bisschen, aber es gibt dafür ja diese Titanen. Die sind dafür ein sehr, sehr cooler Ersatz. Mit halt wirklich sehr viel Story, mit einer tollen Inszenierung und auch wirklich sehr interessanten kleinen Dungeons. Dafür sind sie mir dann aber zu kurzweilig. Deshalb ist es nicht so ein hundertprozentiger Ersatz für mich. Ich kann verstehen, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Vielleicht passt auch nicht zum Spiel. Vielleicht hätte man sich trotzdem so eine Art Dungeons einfallen lassen können. Halt im klassischen Sinne. Finde ich, ein kleines bisschen fehlt es mir tatsächlich. Den Kritikpunkt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ja. Das ist dann aber auch schon so ziemlich alles, was ich an diesem Spiel kritisieren kann. Wie gesagt, mit der Framerate ist mir nie aufgefallen, stört mich absolut nicht. Wenn es euch wirklich doll gestört hat, okay, aber mit der Musik, wenn man ihr jetzt sagt, ihr wollt die ganze Zeit, wenn ihr in der Welt umherlauft, irgendwie hören, dann verstehe ich nicht. Macht alles kaputt, passt nicht zum Spiel und dafür ist die Musik in diesem Spiel echt richtig schön, wenn man das Spiel auch richtig spielt und die Musik auf die Musik achtet und die Musik auch ein bisschen mitnimmt, dann hat das Spiel eine richtig schöne Musik. Ja, ich bin durch, ich habe genug geredet, es ist wirklich schwierig über Breath of the Wild zu reden und jetzt nicht hier 2 Stunden vor der Kamera zu sitzen, 1 Stunde mache ich wahrscheinlich trotzdem fast voll mit dem Video, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, jetzt habe ich mit euch über Breath of the Wild geredet und euch erzählt, warum ich dieses Spiel so gut finde, wie ich es finde. Es ist einfach eine Art von Open World, eine Art von Spiel, die ich habe es damals im Gespür gehabt. Als das Spiel so langsam rauskam, da habe ich so überlegt, vielleicht ist Nintendo genau die richtige Firma für ein Open World Spiel. Und ich muss sagen, es ist einfach wieder mal für mich, vor allem persönlich für meinen Geschmack, einfach der perfekte Ansatz, ein Open-World-Spiel zu bauen. Denn sie haben hier einfach eine Welt gebaut. Sie haben eine Welt gebaut, in der es einfach Spaß macht. Noch nie hat es so viel Spaß gemacht, in einem Spiel diese Welt zu erforschen und dahin umherzulaufen. Und das ist eben der Ansatz, der mir eben perfekt gefällt und der einfach für mich perfekt Open-World einfach ausmacht. Es soll einfach Spaß machen, in der Welt umherzulaufen. Gott, oh Gott, Entschuldigung. Und der andere Ansatz von The Witcher zum Beispiel ist halt eher in dieser Welt eine tolle Welt, tolle Charaktere und eine tolle Story zu erzählen. Das ist auch ein super Ansatz für Open World, ist ja auch ein tolles Spiel gewesen. Aber für mich macht persönlich, wie gesagt, der Breath of the Wild Ansatz Open World einfach viel mehr Sinn und ist für mich einfach eine perfekte Umsetzung von Open World. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder... Klar kann es irgendwann passieren, aber erstmal nicht in naher Zukunft wieder ein Open-World-Spiel geben wird, was für mich den Aspekt von Open-World einfach so perfekt umsetzt wie Breath of the Wild. Denn The Witcher 3 zum Beispiel hätte auch funktioniert ohne diese riesige Open-World. Es hätte dann ein bisschen Mehrwert verloren, aber das Spiel mit der Story, mit der Inszenierung und den Charakteren hätte auch anders funktionieren können. Aber Breath of the Wild ist ein Open-World-Spiel. Und auch bewusst darauf ausgelegt und einfach für mich, wie gesagt, perfekt umgesetzt. Ohne jetzt zu sagen, ist es besser als The Witcher. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern gerade für mich persönlich, wie gesagt, ist das einfach der perfekte Ansatz für Open World. Und dieser Aspekt Gameplay über allem, im Gegensatz zu Inszenierung über allem, wie bei The Witcher, ist einfach für mich persönlich der bessere Aspekt und macht mir persönlich eben noch mehr Spaß. Und deshalb Breath of the Wild für mich bestes Open World Spiel aller Zeiten.
bestes Zelda aller Zeiten. Und das fällt mir echt schon schwer, das zu sagen. Und da es A Link to the Past geschlagen hat, sowieso wegen bestes Zelda aller Zeiten, ist tatsächlich dann auch nach, was weiß ich, wie vielen, 25 Jahren oder sowas, tatsächlich, dass ich zum ersten Mal sage, mein liebstes Spiel aller Zeiten ist The Legend of Zelda Breath of the Wild und nicht mehr A Link to the Past. A Link to the Past wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, wegen der Nostalgie, wegen der Erinnerung, der Kindheitserinnerung. Ich liebe abgöttisch Majora's Mask, Ocarina of Time und viele andere Zelda-Spiele. Die Zelda-Spiele an sich in eine Reihenfolge zu bringen, ist schon schwierig, weil ich auch Wind Waker und Minish Cap und die ganzen Spiele einfach so richtig liebe. Link's Awakening liebe ich ja auch so doll. Und dann zu sagen, das ist mein liebstes Spiel, das ist schon eine Nummer. Und ich bin noch nicht mal hundertprozentig durch. Das wird noch lange dauern, bis ich das Spiel zu 100% durch habe. Aber wisst ihr was? Ich habe bestimmt noch 100 Spielstunden vor mir. Ich habe noch Schreine zu finden, noch Samen zu finden, noch so viel zu finden. Es klingt einfach nach unglaublich viel Arbeit, was nerven könnte, aber es macht einfach so viel Spaß und ich freue mich auf jeden einzelnen Schritt in dieser tollen Welt von Breath of the Wild. Leute, in dem Sinne, ich hoffe, dieses sehr lange Video hat euch gefallen. Ich würde natürlich in den Kommentaren jetzt gerne lesen, wie ist eure Erfahrung mit Breath of the Wild? Habt ihr das schon gespielt? Freut ihr euch drauf? Schreibt mir einfach mal was in die Kommentare zu dem Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.